Hallo meine gepflegten Freunde des LS19. Willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Flore. Ein wunderschönen. Ja, aber in den ganz vielen Maps kommen nicht schon lange so in Adabut. Ja, wir sind. Ja, ich war kurz davor, Ellerbach zu sagen. Ich habe es doch so gemerkt. So, warte mal, also, was in der letzten Folge passiert? Sammeln. Wir müssen sammeln, ne? So weit weiß ich noch. Die letzte Aufnahme ein bisschen her. Haben wir heute schon fertig gesammelt? Oh. Ich glaube, wir müssen nur das Gras sammeln, soweit ich weiß. Wir müssen nur das Gras sammeln. Vorher schon Eck stehen lassen bei mir. Was bei mir hast du ein kleines Eck stehen lassen bei. Ach, jetzt hat es ein bisschen groß. Egal! Oh, ist Arbeiter. So, warte. Auf der Wunsch von mir Seile, guck ich nochmal nach. Wir haben uns doch. Haben wir uns schon eine Schaufel gekauft, was ich jetzt? Du! Ja, Hammer. Doch, wir sind der Wunsch nachgegangen. Da ist sie. Flo? Ja. Schau mal zu mir rauf. Ja. Ich stehe in der Wiese drin, neben dir. Ja. Hab ich den Aufbau noch drauf? Nee. Ich hab dir vielleicht unter 50 km/h abgekuppelt. Oh. Ist das angenehm für den? Gut. Stift rausgefahren, auf Riga. Du, der ist bei uns, der muttert ab können. Das ist bei uns Routine. Wir müssen alle Fahrzeuge auf Herz und Nieren testen und da gehört natürlich auch das dazu, bei 50 km/h abkuppeln. Moment, wir müssen dazu sagen, es waren 52 km/h. Mhm. So, der Hund ist zu Hunde. Ach, oh. Ja, wir haben kurz mit dem Hund gespielt. Vielleicht ist er mir noch hinterhergelaufen und ich bin an ihm vorbeigefahren und er will mir nachlaufen. Hat es aber nicht geschafft und ist jetzt zurückgekehrt. Ich weiß du nicht, darauf hat er Lust, der mag mal ein bisschen. Also. Ja, der braucht Auslauf, du. Der muss mal ein bisschen fetzen. Wir haben ihn so fett gefüttert, der muss auch mal wieder was abnehmen, du. Ja. Warte mal. Haben wir heute schon alles komplett weg? Ich lass die Karren hier rollen, ne? Ja. Ich hatte das Problem auch schon, wenn man da am Hang steht. Dann kommt da, wenn ich bin mit, da war ja mit Steier dabei, ich bin komplett auf der Bremse schon, der ist einfach gerollt. Das war dem scheißegal. Auch wenn ich auf der auch auf der Bremse dann 50 runter dann. Und der Feld ist reif. Ja, da war schon ein bisschen länger so. Und hat auch Kraut, Unkraut. 100%. Echt jetzt? Flo. Das kann sein, dass wir vielleicht mal. Das kann normalerweise. Striegel wollten und das dann vergessen haben? Nein. Ja, das. Ich kann auch ein Unkraut haben. Wir haben jetzt Unkraut. Ist ja wirklich so. Wir haben das. Leute, das müssen wir ein bisschen die nächste Folge ausbessern, weil das war nicht so. Ihr habt gesehen, wir haben auf jeden Fall Spredit. Aber kann ich das jetzt im Nachhinein noch nachschauen? Ging fest. Es ist ja wirklich Unkraut drauf. Why? Gut, ich komm den Berg frei nicht rauf, ne? Das. Problematisch. Ich rutsch wieder runter. Ich geb grad Gas, ne? Hast du Allrad an? Ja. Ja, du. Allrad und sperren. Ich beweg mich. Ja. Minimal. Da unten ist er. Soll ich dich anschubsen? Mit 0,0 km/h. Soll ich dich anschubsen? Ich schubse ihn ein bisschen an. Ich habe einen Schlepperdreieck dran, da passiert nichts. Oh Gott. Ah, ich könnte, hätte vielleicht auch die Picke mal heben können. Ich bin oben. Warte, dann nicht mit Musik, denn da schmieden. Oh Mann. Okay, runterlassen, sperren, kriegen, ab geht's. Talk mal about Christmas. Du hast keinen Zugang. Nee, das stimmt nicht. Ich habe jetzt sogar eine gesunde Wiese. Also ich komme mit 3 km/h hoch. Wow, hier kann ich es auch so. Das hat sich gelohnt, nicht? Ja, das Eck da vorne, also wir müssen irgendwie mal Standard Welt 1 kaufen. Also ich verbrauche gerade 15 Liter pro Stunde. An der Blue, ich bin voll. An Diesel. Komm schon. Wo geht's eigentlich hier lang, wenn man hier lang fährt? Ich fahr mal einen Umweg. Umweg, ne? Komm schon, du schaffst es. Ja, morgen bitte. Ja, so ist fein. Ich fahr mal so ein bisschen anders als wie sonst. Ich will mal wissen, wo es hier lang geht. Wow. Komm her da auch zum Hof. Ich weiß da oben nicht. Ist eine Hütte, vielleicht komme ich auch vorbei. Wir können es gerne mal ausprobieren, wenn wir nicht alle die ganze Zeit den gleichen Weg fahren. Hallo? Ich sag's umgehen, aber ich glaube, das ist eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse. Oh. Das ist natürlich dann ungünstig. Komm hier, ich kann hier nicht wenden, ne? Und ich komme weiter. Oh. Millimeter Arbeit, du.
Hallo, 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 bremsen, bremsen, bremsen. So ist gut. Nicht den Berg nur. Ah, der Bremsen hat er. Das hat er auf jeden Fall, du. So. Wunderbar. Ich hänge auf dem Stein, ich bin drüber gefahren. Ja, dann haben wir das auch irgendwie, ja. Also du und deine Steine... Du hast schon gesagt, die müssen das abkönnen. Ja. Aber du hast... Warte mal, wie viel der Stein ist denn das jetzt schon? Dritte? Vierte? Fünfte. Fünfte? Der fünfte, wo ich bis jetzt mitgenommen habe. Ich darf hier über unsere Wiese fahren, ne? Die ist abgemäht. Du fragst so und ich sehe dich da vorne in der Kamera wieder so drüber schießt. Also du kannst es nicht verneinen. Es ist auch in der Aufnahme. Was? Ich habe Videobeweis. Scheiße. Ich bin da nicht drüber gefahren, ne? Du hast wie viel kmh sind wir da immer drüber über Silo? War 5? Ich glaube 5 wäre gut, aber wie du drüber bist, weiß ich nicht. Oder? Also wir haben es ja einmal gesehen in der letzten Folge, wie man fliegt. Beziehungsweise wie er fliegt. Also, ich glaube 5 haben da nicht gereicht. Nein, ich meinte durch Silo durchfahren. Ach so. Ach stimmt, wir haben jetzt Gras drin. Mit 7, also warte mal, du hast weniger drin. Ja, bei mir sind nur so 7, was am besten ist. Aber du hast weniger drin. Also ich habe vielleicht ein Dreiviertel abgeladen. Ich mach mal die Kamera halt um 2 höher. Ja stimmt, bei dir können wir es eigentlich höher, glaube ich. So. Ich da durch. Da durch. Ja! Uiu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 i
Ja. Warte mal, wer da kann ich Gabel noch reinziehen? Du. Du. Muss er macht ja wunderschön. Man kann ja wunderschöne Sachen machen. Kommst du wieder raus? Bin draußen. Also höher wie ich jetzt war, geht nicht mehr. Wir haben herausgefunden, wir können Ball da oben rein stapeln. Ja, und auch raus. Alter. Jo, du hast schon fast Schreifen dann gestorben. Heieieiei. Kann doch eh nicht wissen, dass du da lang donnert. Ja, das Ding läuft. 50, 52. Ja. Da wieder einsteigen, dann schnell so anlegen, gerade gerischt. Da war er mal. Okay, ab ging's wieder. Ich muss das Dach schließen. Wie ist er denn so gut? Der ist schon wieder auf irgendwelchen Abwegen, ne? Ja, ist egal. Guter Hund bleibt da. Auch wenn er Stravanzen geht. Nee, ist nicht da. So, man schickert nicht, dass der uns hinten wieder im Hubmorn fängt, weil wir schuld müssen. So, in Petra gib alles, was du hast. Oh, scheiße, der ist ja schneller. Ich erfahr schon, du. 43, der will mich gleich überholen. Nicht nur gleich. Ich hab grad wieder fast den Stempel genommen, ne? Das wird mir natürlich Vorsprung verschaffen. Das ist wieder vorbei. Schön in der Kurve. Schön in der Kurve überholt. Ja. So muss das, Leute. So, aber ich hab ein paar Pfeile mitgenommen. Egal. Das ist in der letzte. Ich bin drüber gefahren. Ich hab Videobeweis. Oh nee, oh nee, oh nee. So. Ich nehme das Zeug an der Schräge mit, ne? Ja, du hast ja auch den. Die für den Schwerpunkt. Ja, den für den Hang ausgelegten. So, wunderbar. Erreicht unsere Wand von vorhin. Egal, den nehmen wir da mal runterfahren mit. Jetzt haben wir wieder ein Problem, du. Warum? Also, gib doch schon auf. Wieder den auf! gut. Rutscht wieder rückwärts runter. Hm. Nein, nicht rückwärts, vorwärts! Also, ja, schwierig. Mach doch weiter die Reifen. Nein, Leute, ich habe nicht Corona. Bin jetzt mal auf Tempomat so. Auf 6, ne? Das bringt's. Kann gut sein, ja. Aber ich fahre hier wieder runter und dann fahre ich jetzt wieder hoch. Wenn ich das überhaupt alles reinkriege. Ja, doch. Richtige. Das war dieser Kampf geist. Ja, ich sehe es. Wie er da ganz langsam vor sich hoch raufzieht. Das sind glaube ich noch Minuten dann, oder? Oh! Ja. Ach, scheiße. Ich hing leicht in der Lage, ne? Also. Wenn ich nur mal so gesagt habe. Und die Grafen wurden immer noch nie ausgebessert. So. Wäre vielleicht schön gewesen, wenn du dich gestummt hättest. Dann schon zwei Bildschirme, ist aber gut. Ja, das Problem ist nur, da muss ich raustappen, dann stummen und dann wieder rein, aber das wird bald nicht mehr so sein. Also, bald Knopf drischen und dann ist das. Stimmt. Steht der Stream Deck? Ja. Jo, wahrscheinlich. Als ob. Ja. Wie viel kosten die überhaupt? Ich weiß nicht. Gott. Oh Gott! Eieiei, jetzt haben wir sie abgehoben. Ich zieh's mal hoch hier. Das gute Steam Deck von Elgato, 16 Plätze. Ja, passt. So, ich fahre immer das schöne Wegchen, ne? Wait. Wieso? Hätte die falsche Richtung getan. Hab ich Jacke? Bist du voll? Nee. Aber. Habe ich gerade nicht abgelassen? Doch, oder? Achso, oh. Das kann
kann dir jetzt keiner erklären, also du selber. Und David und das Video. Ja, ich könnte noch anschalten. Oh. Ich dachte mir schon, wieso der so schnell. Oh. Wieso der so gut läuft. Aber. Ich glaube, die Voraussetzung. Nö, nö. Der läuft natürlich, der sammelt auch so rum. Aber mal. Ich hab Flo dran gekriegt. Ja. Nee, ich hab's ja selber registriert. Das da oben, was weiß und nicht orange ist. So. Aber noch irgendwelche Vize da voll. Ah ja doch. Ja, ich auch. Oh. Ich nehme hier gerade nochmal. Ich auch gleich. Ich nehme hier gerade nochmal die letzten Vizeller mit. Und die Spur hier vorne. Aber ich fahre jetzt nicht mehr noch extra hoch, weil das lohnt sich einfach nicht. Aber wir haben zu wenig Platz. Also ich fahr wieder über unsere Wiese, ne? Alles gut. So. Hey. Eieiei. Ich bin vielleicht kurz gelegen. Soll ich hier Elfer machen oder hast du es wieder geschafft? Ich bis. Also, Lindner Wüde. Ich hab gesagt, nein, jetzt nicht schlafen. Dann bin wieder aufgestanden. Oh gut. Ist natürlich schön, wenn man so kompetente Mitarbeiter hat. Ja. Und beziehungsweise auch so gut gedrillte Fahrzeuge. Nein, jetzt nicht schlafen, dann steht er wieder auf. Hm? Das ist natürlich wunderbar, ne? Du hast vielleicht ein bisschen drüber gefahren, Flo. Ja, ich weiß nicht wieso. Also entweder wenn man beim MB-Track 7 km/h am Tempomaten einstellt, ist er schneller als 7 km/h, oder du, ich weiß es nicht. Oder ich hätte früher zu beginnen müssen zu entladen. Wir probieren es einfach nochmal aus. Wohlgemerkt, der Tempomat ist auf 7 eingestellt. Ich werde da nicht reinkommen, das weiß ich jetzt schon. Könnte natürlich auch dann den Steier wegfahren, aber ja, das wäre auch zu einfach, ne? So. Ah, und schon, ja. Du magst halt, ich bin auf euch ganz links. So, Tempomat drin. Und abladen. Also ich lade ab. Bin mit 7 km/h unterwegs. Jetzt sind die vollblick. Da düst du schon wieder weg. Ich. Der drückt mich jetzt auf, ne? Ich fahr jetzt den Steil weg. Wieso ist sie aufs Gang? Du, keine Frage von mir, ne? Der Max schon da hinten. Steier aufräumen. Was aufräumen? Steier aufräumen mit dem Schwader. Ach so. Dieses Mal probiere ich nicht aus, ob man da lang fahren kann. Über den. Ja. Aber ich glaube, das hat auch so ausgeschaut, so flupp. Hallo! Der Lind, der Unitrag an sich ohne Aufbau hätte sogar geschafft, also durchflutscht wäre. Ja. Aber der Aufbau hat das die Ganze. Die Frage ist halt jetzt, hat der Ladewagen Schaden bekommen? Habe ich den verbogen oder nicht? Wie viel km habe ich gegengeknallt? 20. Ja, du. Also ich glaube, das oben, das Gerüst, der ist eigentlich schon draufgeschossen. Das muss also ich bin da vorher schon drauf geschossen, das ist gegangen. Also deshalb habe ich gedacht, wenn ich da mal Schwung durchflutsche, könnte es klappen. Ja, das sind immer die Theorie. Das ist immer die Theorie. Aber die Ausführung, der wird ganz anderes. Die Ausführung schaffe ich nicht. Schon wieder da? Ja, schon wieder da. Ja, okay, das kann sich keiner schneller als ich. Und irgendwie fahr ich auch bergauf schneller wie du. Ja. Aber ich glaube, das liegt doch daran, weil erstens ich mehr drin habe und zweitens glaube ich mehr Leistung für den Ding drauf, als wie du für den Aufsatz. Ich meine, genau dafür ausgelegt ist. Oh ja, und das. Aber ich komme immerhin mit 6, 7, 8 km/h hoch. Ich weiß gar nicht mehr, ging es mit Linden schneller? Weiß gar nicht mehr. Ich würde nichts sagen, weil da bloß ein PS mehr. Das eine PS macht's aus.
Aber im nächsten Mal fahren wir da wieder mit dem Lindner, damit wir alles ein bisschen durchprobiert haben wieder. Wir können auch mal den Stall aussuchen. Also genau. Streu, ja. Das Strohhalm fahren hat er easy packt. Ja, du. Aber auch wir brauchen den Epi wieder. Der Ladewagen. Ja, du. Ich weiß nicht, ob er den besser gezogen hätte. Den wäre voll. Ich dreiviertel. Ja, nicht ganz. So, jetzt muss ich auf den Schmack ist hier ran, du. Schwung mitnehmen? Naja. Ja, nee. Und viel nicht gebrachter Schwung, werde ich wieder. Ja, ach, kein Haar. Nee, schön. Ich weiß nicht. Aber irgendwie glückt dann in dem Beta nicht so gut wie im Ladewagen. Bleibt irgendwie manchmal hängen, aber ich weiß nicht wieso. War vielleicht mal zweirädlig unterwegs, weil ich bin nicht über die Wiese gefahren. Okay, dann ist gut. Oh Mann. Vielleicht bin ich alles am Zähler vorbeigeschossen. Sehe ich ihn da drüben? Nee. Aber wenn er schon noch hoch ist, bin ich bei uns am Silo. Ja, dann sehe ich dich sowieso nicht. Ich bin da vielleicht auch gerade eben vorbeigeschossen. Also man sollte das Ziel treffen. In dem Fall. Hab ich noch nie geschafft, oder? Oh Mann. Oh nee. Mein Handyton ist nur an. Ich hab's gerade hingekriegt. Da war ganz leicht im Hintergrund ein Geräusch. Ich glaube, es funktioniert besser, wenn ich einfach ausgeschaltet hochfahre und dann einfach nur runter. Habe ich so irgendwie das Gefühl, bin ich schneller unterwegs. Aber du fragst mich nicht, warum. So, ich bin jetzt eh voll, mehr oder weniger. Das heißt, wir können gleich wieder zurück zu unserem Hochdüsen. Alter, da hole ich aus. Känge. Send auf ein Radio an. Premi 456. Ich muss sagen, kenne nicht, aber wir sind ja auch gut. Wir sind ja auch in der Schweiz und der MP-Truck hat tatsächlich, Leute, glaubt es kann, aber er hat ein Schweizer Kennzeichen. Guckt es euch an. Der hat ein Schweizer Kennzeichen. Unglaublich, aber er hat's. Ich habe es nicht dazu gemacht, war schon automatisch, also war schon von Haus aus dran. Er ist auf Modhub erschienen. Es ist die Schweizer Map gekommen. Oh Mann. Aber wir müssen dann auch dringend gucken, wenn wir wieder Geld ein bisschen reinbekommen, weil wir haben 8000. Das ist jetzt nicht gerade das Beste, ne? Das. So. Ja, ich glaube ein, zweimal nur noch fahren, ist das da oben auch weg. Dann können wir das Ziel noch festfahren, abschließen. Und ja. Dann gucken wir mal ein bisschen Heu wegkriegen. Das liegt nicht so wie geplant. Du hier im Lindtruck schaust aus auf dem Fußboden, ne? Kannst du den nicht mal raussaugen, Flo, in deiner Freizeit? Wen? Den Lindner Unitruck. Das war ein Fehler. Was? Ich komme da nicht drüber. Oh, komm schon. So, ich hab schon gedacht, ich hab Fehler gesagt. Eieiei. Das war so nicht geplant. Dann fahren wir daneben ran, ist auch schön. Aber ich weiß halt, ich brauche dafür den Linden Unitruck einen Traktor, einen LKW-Führerschein. Glauben nicht. Er fährt 53. Also ist ein, ja, aber vom Prinzip her ist es ein LKW, oder? Ja, nee, ich glaube, als LKW kann man das noch nicht sehen. Du, ich glaube, da kann man das auf die Platte anbauen lassen. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Weil wenn du das wisst, oder wenn einer aus der Schweiz ist, das weiß. Weil es muss ja nicht aus der Schweiz sein. Aber wer sich mit dem Unitruck zum Beispiel ein bisschen auskennt, braucht man für den LKW für den Gerne Ball, und in die Kommentare schreiben. Also was ich glaube ich sagen würde, ich glaube er wird auf jeden Fall als Ding. Man könnte ihn als LKW anmelden. Ich glaube du brauchst nicht mehr kommen. Ne da.
Also da unten ist noch mehr. Aber hier oben bin ich jetzt durch. Okay, gut. Dann nutzen wir auch kurz wie gewohnt unsere Wiese. So, das heißt, wir fahren jetzt gleich mal ein bisschen. Ist denn noch drei? Kaufen. Ja, zwei Schwaden. Ja, das passt. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns fürs Zuschauen für die heutige Folge auch schon bedanken, denn wir sind auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent unten. Den roten Knopf, falls noch nicht getan, Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Karte Erlengard im LS19 Alpin-DC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Rolling the dice, praying.